Ja, welcome back to Outlast. Wir sind jetzt in einem Teil angekommen, da überschneiden sich die Ereignisse teilweise mit der Vorgeschichte zu dem Outlast 1. Ich meine, hier ist jetzt die Chapel schon in Brand. Wir erinnern uns noch dran, der Priester, der hat sich dort selber angezündet in diesem Ritual, kurz bevor wir dann in diesen Keller vollkamen, wo wir die Maschine vom Warrider ausschalten sollten. Und letztendlich wurden wir ja dann selber zum Warrider. Hier, das sind schon die Soldaten. Ah, guck mal. Der Mr. Dr. Drager, oder wie der hieß. Okay, die wollen... Das sind doch auch nachher die Jungs, wo uns als Miles Obschur erschossen haben. Diene und Beschütze, private Polizisten, Söldner, private Armee, wie auch immer die sich jetzt nennen, sie sind genauso hilflos wie wir. Ich muss hier raus, entkommen. Wir erinnern uns auch noch im ersten Teil, da war dieser... diese Soldaten in der Bibliothek aufgeschmissen. Ich höre irgendwo Schüsse. Ah, hier. Da laufen die Soldaten entlang wahrscheinlich. Wo geht's hier rein? Wir haben noch eine Akte. Die nehmen wir natürlich auch noch gerne mit. Und eine Batterie ist super. Was steht in der Akte? Hoffnungslos. Von Helen Garand an Group 8416 Murkoff Corporation LU betreff Rudolf Warnecks Ausstieg. Sehr geehrte Herren, der Grundstein wurde gelegt, um einen ereignislosen Austritt von Rudolf Warneck aus dem tragenden und finanziellen System von Mount Massive zu gewährleisten. Der Warneck war doch der Doktor, der das Projekt Warrider erfunden hatte oder die Idee dazu hatte. Sein fortgeschrittenes Alter sollte allen möglichen Verdächtigen unter den Vertragsarbeiten und den Angestellten entgegenwirken, welche ihn netterweise mit dem Spitznamen der Gruftwächter belegt haben, und juristisch gesehen starb er vor Jahren. Soweit ich verstanden habe, wurde die Verlegung der Patienten 14306 und 142791 und 148681 bereits geplant. Wir alle sind schrecklich aufgeregt über das offensichtliche Profitpotenzial des neuen Projektes. Meine Wissenschaftler haben Warnecks Unterlagen durchforstet und fanden keinen Hinweis auf die drei luziden Träumer. Ich denke, es ist eine sichere Annahme, dass Warneck durch den teilweisen Erfolg mit seinem Patienten Billy Hope und seiner eigenen Gebrechlichkeit so sehr abgelenkt war, dass er zu blind war, um die tatsächliche Entdeckung zu erfassen und zu realisieren. Selbst eine minimale Ausbeutung dieser Ressourcen ist kaum zu unterschätzen. Ich hoffe nur, dass die neue Anlage gründlich genug abgeschirmt ist, um Frauen zuzulassen, sodass ich künftige Resultate mit meinen eigenen Augen sehen kann. Respektvoll, Helen Garand, Murkoff Abteilung für juristische Schadensbegrenzung. Ja, das war wohl kurz bevor das dann der Billy Hope, der war ja der erste Warrider, da wo dann auch hier den ganzen Laden auseinandergenommen hat. Und ich höre Schüsse. Hier Soldaten. Was machen die da? Glaub, sollte uns nicht weiter interessieren. Eine wirkliche Hilfe sind die Soldaten uns sowieso nicht. Mehrere Männer untergeschafft am Boden. Unbekannte Angreifer. Wir müssen evakuieren und brauchen Sunnies. Nein, Gott. Okay, ich glaube, der Warrider mischt die gerade ordentlich auf. Wir sind unterwegs, haltet durch. Hier, Dr. Drager. Der wurde doch hier in dem Aufzug eingeklemmt. Können wir hier runter? Nee, leider nicht. Können wir auf den Aufzug drauf? Nee, bringt auch nichts. Und hier nach oben geht's auch nicht weiter. Für was? Das war doch der Mist.
Der Mist, sagt er uns, damals die Finger abgeschnitten hat. Kranke Brille. Und so ein Steampunk war der wohl wahrscheinlich auch mit der Brille hier. Okay, dann gehen wir mal weiter und ich hoffe, wir kommen jetzt wirklich mal nach draußen. Da können wir nicht entlang, dann heißt es hinein in das Dunkel. Immer noch die Chapel brennt, immer noch lichterloh. Und es speichert. Ich halte mal schön mit der Kamera drauf. Weitere tote Wachleute. Nichts wirklich Außergewöhnliches bei Outlast. Ah, das Wohnzimmer kennen wir doch. Das sind wir doch. Wir sind doch damals, als Miles Obschuss, sind wir von der Tür hier reingekommen. Die jetzt irgendwie zugemacht wurde. Wir sind noch hier, sind wir reingekommen. Das war der erste Raum, wo wir da damals von der Anstalt von innen gesehen haben. Da springt der, ist der Fernseher komischerweise angesprungen. Okay, also die Verriegelung der Türen lässt sich nur damit erklären, dass die Sicherheitsleute das gemacht haben. Und wir kriegen noch eine Akte. Ich schaue mir den Rest vom Raum auch noch kurz an. Ein Konferenzzimmer und wir haben... Okay, 9 Uhr, etwa 9 Uhr. Ich wollte eigentlich hier. 3 blinde Träumer. Transfer autorisiert. Ah, das war die eben genannten Patienten. Murkoff Psychiatric System Mount Massive. Murkoff ARD Zeichner Einrichtung. Warnung Level Triple Schwarz. Sicherheitsprotokoll inklusive chemische Fixierung, physische Fixierung und separater adaptiver Überdruckkammern sind für die gesamte Dauer des Transfers zu nutzen. Chemische Stimulierung für alles Personal innerhalb von 500 Metern zu den Patienten ist nachdrücklich empfohlen. Kommunikationsversuche sollten als Halluzination angesehen und ignoriert werden. Gesichtsentstellungen sollten nicht als Zeichen von Verlust der Wahrnehmungsschärfe angesehen werden. Sie sind physisch blind, aber nicht unsehend. Anmerkung: Sicherheitsfreigabe für Project Warrider ist nicht gültig für Informationen über die Patienten, die 3 eben genannten Patienten. Eine neue Sicherheitsfreigabe wird ausgeschrieben, ein dementsprechendes Protokoll eingerichtet werden. Was waren das für 3 Patienten, die hier irgendwie immer wieder erwähnt werden? Ich steig da gerade nicht ganz so dahinter. In dem Raum hat es aber offensichtlich auch nichts mehr. Nee, ich glaube nicht. Da war normal das Bad. Nee, okay, dann war es vielleicht noch im Zimmer weiter. Aber in dem Zimmer waren wir auf jeden Fall auch als Miles Obschur damals. Der war da. Ah, und hier haben wir das, wie gesagt, das Badezimmer. Und da müsste eigentlich jetzt. War da nicht das blutverschmierte. Was der Priester da hingeschmiert hat? Oder täusche ich mich da gerade? Vielleicht täusche ich mich, vielleicht war es ein anderes Zimmer. Oder es hat jemand sauber gemacht, war die Putzfrau inzwischen vielleicht da. Okay. Wir sind im ersten Stock. Wo geht's denn da noch lang? Nirgends. Na toll. Einschusslöcher. Wieder totes Sicherheitspersonal. So, Jebel geht's nach oben. Library geht's nach unten. Können wir da entlang? Leider nicht. Da war doch... Da waren doch die toten Soldaten drin, wenn ich es noch richtig weiß.
Ne, hier war die Library. Ach, ich würde da jetzt sehr gern reingehen, aber wollen das offensichtlich nicht. Schade, da können wir auch nicht hochspringen. Es bleibt uns eigentlich nur der Weg nach unten. Schade, ich dachte, vielleicht könnten wir nochmal in der Anstalt ein bisschen rumlaufen, in den Bereichen, wo wir uns schon auskennen, ein bisschen zu Hause fühlen. Können wir mal in den Keller runter? So, by the way. Der wurde zugenagelt. Na toll. War ja irgendwie klar. Da, ein Schritt. Ich verbinde damit echt sehr schreckliche Momente. Hier können wir auch nicht entlang. Da war das, der Sicherheitsraum, wo man die Türe hätte öffnen können. Aber die Türe scheint offen zu sein. Ich muss... Mr. Park! Ach, das ist der Penner. Wie zum Teufel sind Sie noch am Leben? Lassen Sie uns einen Deal machen. Sie helfen mir und ich helfe Ihnen. Ja, jetzt komm. Jetzt auf einmal, oder? Komm, lass mich in Ruhe. Mit deinem dummen Geschwätz. Blute wie ein Schwein, ja, zu Recht. So ein Sack. Jeremy Blair. Jeremy Blair, der Vorgesetzte meines Vorgesetzten. Ein Mann, der mich hätte heute mit Salz bedecken und vergewaltigen lassen, wenn es eine Beförderung und ein paar Martinis bedeutet hätte. Verletzt, sterbend, wenn er nicht schon tot ist. Ich bemühe mich, ihn zu bemitleiden. Tue ich wirklich. Aber nie im Leben lasse ich mich von ihm davon abhalten, von diesem gottverdammten Ort zu flüchten. Ich komme nach Hause, Lisa. Ich bin ja mal gespannt, ob wir das schaffen, hier rauszukommen. Ich möchte mich hier gern nochmal schön umsehen. Klar, wir können da rausrennen, aber ich meine, gerade ist ja keine Gefahr da. Warum nicht uns ein bisschen noch umschauen, wenn wir das können? Ein paar letzte Einflüsse mitnehmen. Na toll. Frag mich, warum man hier entlang laufen kann, wenn man dann eh nur Mist bekommt. Und was Zusätzliches wäre echt noch toll. Helfen Sie mir bitte. Komm, lass mich in Ruhe. Wo geht's hier hin? Die Sonne geht auf. Ein neuer Tag beginnt. Okay, ja. Auch wenn wir uns hier, glaube ich, umschauen, wir kommen hier nicht mehr zurück oder in die Räume rein, wo wir im ersten Teil waren. Bisschen schade. Okay. Dann machen wir, dass wir hier wegkommen. Da ist das Blutgeschmiere noch dran. So. Was? So ein Penner. Was soll denn der Quatsch jetzt auf einmal? Keiner darf es wissen. Keiner. Was zur Hölle? Das war Jeremy Blair. Ich glaube, das ist jetzt schon zu einer Zeit, wo der Miles Opshur der neue Wirt für den Warrider wurde. Das heißt, eigentlich hat uns der Miles gerade befreit, wenn ich das richtig interpretiere. Oder gerettet, sag mal so. Weil der den Jeremy Blair umgebracht hat. Ein Bein ist noch übrig, noch ein Bein. Da ist er. Das war Jeremy Blair. Zack. Okay, jetzt können wir nach draußen. Wir haben zwar noch einen Stich abbekommen, aber nichts hält uns hier mehr drin. Wir hauen ab. Wir wollen weg hier. Da müsste doch der Jeep vorne stehen. Der Jeep von Miles Opshur.
der Journalist, der unserer E-Mail gefolgt ist, hierher und das alles aufdecken wollte, leider es nicht selber rausgeschafft hat. Da ist der Jeep. Nix hier rein. Wir werden von diesem Ort berichten. Ist das der War Rider? Dieser schwarze Nebel? Drück sie diesen Knopf, Mr. Park. Es sind genug Beweise auf diesem Videomurkopf, um in die Scheiße zu reiten. Sie sind lebend aus Mount Massive entkommen. Wir haben alles, was Mögliche getan. Wird nicht all das einzige Ziel sein, all die Naschen, ihre Frau, ihre Kinder. Sie sind nichts anderes als Möglichkeiten, ihnen weh zu tun. Sie müssen die Konsequenzen dieser Handlungen verstehen. Wir werden der Firma damit unwiderreparablen Schaden zufügen, vielleicht so etwas wie Gerechtigkeit, aber sobald sie auf Hochland ist, ihr Leben vorbei. Alle, die sie lieben, sind angeschissen. Aber es ist das Richtige. Es ist ihnen wirklich so viel wert, Murkoff zu schaden? Ja, tu es! Upload. Ja, das war Outlast, Whistleblower. Letztendlich hat's Miles Ob schon nicht geschafft, aufzudecken, was da vor sich ging. Aber er hat uns letztendlich geholfen dabei, dass wir entkommen. Der Informant, wo die erste Information durchsickern hat lassen. Und jetzt haben wir die ganze Geschichte hochgeladen und können der ganzen Murkoff Corporation damit immensen Schaden zufügen. Ja, zum Schluss wurde ja noch erklärt, dass diese Murkoff Corporation sehr mächtig ist und wahrscheinlich sich jetzt dann dem Mr. Park seiner Familie annimmt. Ich hoffe, dass er und Lisa davonkommen und nicht in die Finger von ihm fallen. Ja, hat mir Spaß gemacht, das zu spielen. Und ja, vielleicht schaut ihr mal auf ein anderes Let's Play wieder vorbei. Bis dahin, ciao!